herzlich willkommen im neuen Video. Ja, ich bin mit Nachbarn unterwegs. Ihr habt ja im letzten Video ja gesehen, dass sie den Dumper hatten. Und der kommt heute im Einsatz. Ja, wir wollen heute ein bisschen Grabenerde fahren. Und da sind wir nur im Bei. Ja, mein Sitz quietscht. Wieder mal. Ja, es ist immer so, wenn mal trocken wird, muss auch mal wieder regnen. Ne? So ist das eben. So, gucken wir, ob wir dann mit dem Hochwasser in Gang kriegen. Bestellt, da warte ich, bis die da sind. Die holen wir dann ab. Vielleicht passiert das sogar noch in diesem Video. Ne, mal beim Gucken. Aber bis jetzt geht es ja so einigermaßen. Thank you.
hier ist auch noch nichts los. Hier ist noch alles nass. Dann noch 14. Und da steht noch mein halben Hektar oder ein Hektar Mais. Und ist eben so. Nicht abgekriegt. Schüssel. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Die Pille ist volle Krähen hier. Hier ist ja, wo ich mein Mulchsaat. Gerste. Hier ist hier so mein Gerste. Hier ungefähr. Da ist ja Gerste drin. Und der Rest, das ja, habe ich ja den Weizen drin gemacht. Als Mulchsaat. Hier bin ich ja einfach mit Tieflocher durchgegangen. Und da stehst du ja mit Kreislein. Aber Krähen sind da. Die fressen mir mein Saat weg oder was? Arschlöcher. Verpisst euch! Die fressen mir mein Saat auf hier. Schön reingekriegt. Aber wenn sie mir das nur auffressen, dann kommt da auch nichts an, ne? Oft knallen nicht geht, oft knallen. Hey, diesmal ist mein Nachbar dran. Diesmal kein Strom der Erde. Nächstes Jahr haben wir hier wieder. Das wechselt immer von ein Jahr zum anderen. So, nur hat mein Nachbar, das sitzen. Gut, dann haben wir die Sau hier weniger. Verdammt kriegen. Ob ihr jetzt sehen könnt. Ich habe hier noch was liegen, noch was wird wieder was nachgedrillt. Zwei Tüten habe ich noch überbehalten. Die lasse ich auch schön liegen. Wenn ich noch mal was nachdrillen muss, dann hier. Dann habe ich noch was da. So, wir fummeln uns weiter und dann sehen wir uns zur nächsten Baustelle wieder. Konfuzius sagt: Verleih keine Maschinen, kriegst kaputt wieder. Er sollte Recht behalten. Ja, mein Nachbar hat gestern hier noch einen Trecker mit Mischstreuer ausgeliehen. Und nun seht ihr, Kettenschloss aufgegangen. Da. Natürlich auch nicht wiederzufinden. So habe ich hier Kettenschloss bestellt. Wird wohl in den nächsten Tagen kommen. Und dann werden wir das wohl eben wieder heile machen hier. Naja. Kann vorkommen, nicht schlimm. Ja, er durfte ja in den Wagen, ich glaube halb voll war er noch, mit der Forke leer schaufeln. Ja, ist dann so, nützt dann ja nichts. Gut, so, nun gehen wir noch in meiner Drillmaschine. Da war ein von den Striegeln da hinten, oder Zustreicher, Striegeln sind das ja nicht mehr, sind die nicht, nee. Zustreicher. Da war ja ein so Plastikding kaputt
Und das wollen wir jetzt eben heile machen, bevor das auch wieder vergessen wird. Und dann machen wir den Mischsteuer wieder ab. Und dann gucken, wo man sieht jetzt so ziemlich schön, schön aus. Dass wir den Ladewagen rauskriegen, dass wir die Pkw-Motor runtergebaut bekommen. Drunter. Da wir den wieder drunter bauen. So. Ja, das ist das. Und hier. Da gehen wir dann nur im Bach. Aber erstmal für die Drehmaschine fertig, sonst wird das wieder vergessen. Weil wir müssen hier nochmal Gras sehen. Hier muss ich noch 2 Hektar. Ackergras drillen. Da gucken wir die Fläche nachher auch noch eben an, ob das geht, ob ich da schon mit einem Deutz eben rüberfahren kann, einfach zum Grubbern. Aber du hast ja eigentlich hier schon wieder so ein bisschen geregnet. Und ja, so richtig abtrocknen wird es auch nicht. Aber wir gucken mal. Und dann gehen wir noch eben zum Getreideacker, ob da schon was rauskommt, guckt und was die Krähen angestellt haben. Ob wir da nicht noch was nachdrillen müssen oder was. Ja, da warte ich, bis das grün ist, dass man dann sehen kann, wo was fehlt denn. Ne? Gut, so, dann gehen wir mal zur Drillmaschine. So, hier ist das Ding. Das habe ich ja schon, ist mir erst aufgefallen, als ich hier bei Erno war am Drillen, dass dieses Ding kaputt ist. Und hier, den habe ich nur bestellt, der neue. Der ist hier gar nicht mal so teuer. Was habe ich denn nur für bezahlt? 13 Euro, 12,95 irgendwie so was. Also gute 13 Euro, so ein Plastikteil. Und den basteln wir eben da wieder hin. Gut, wo packe ich euch eben hin? So, packe ich euch eben auf dem Lämmchen. So, wa? So passt das. Gleich erledigen, dann ist fertig. Das ist hier eigentlich eine schnelle Nummer hier. Gut, dass ich einen 13er mitgebracht habe. So. Ist auch nicht mal 13. Was ist das? Was ist das für ein. 17 ist das nicht. Das ist irgendwie 14 oder so, oder? Hat er mich doch angeschissen. Ja, ich hole ihm 14er. Notfalls bringe ich noch einen 15er mit. Irgendwie dazwischen wird es wohl sein. So, ich hole ihm los. So, ich habe nur 14, 15 und 16 mit. Gucken, welcher das ist. 14, nur 16. 16, ja, hält. Es ist 15. 15 passt gut. Zack. Hier raus. Zack. Zacki, so. Tolle. So, der saß so. Der muss dann auch so. Und dann packen wir den dann so wieder rein. So. Machen wir es wieder drauf. So, Nummer 1. Gucken, ob wir das so hinkriegen oder ob wir erst die Feder einhaken müssen. Das spielt natürlich jetzt wieder nicht mit, weil das ziemlich eng ist hier. Ich muss das Plastikteil da irgendwie da rauskriegen. Aber das kriegen wir auch. Das kriegen wir.
So, sagt, ich sag doch, das funktioniert. So, die Feder, die muss da nach hinten zeigen. So. Die packen wir schon mal erstmal da rein. Das ist, denke ich mal, einfacher. So. So, Bolzen rein. Die Hülse gehört damit rein, wa? Guck mal, so eine Hülse rein. So, Hülse rein. So. So. So, das war ja wieder 17. Den hatten wir. Der 17er, den hatte ich doch gerade. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Bist du das? Da. Ich glaube, die darf nicht so fest, oder? Unter den Spielraum wegen der Hülse. So. Passt. Siehst du, der ist wieder tippitoppi. Die anderen waren alle heile. Die habe ich dann noch, bevor ich den da bestellt habe, noch nachgeguckt, ob da noch einer kaputt wäre. Aber ist nicht der Fall. Guck, aber dieser ist nur hin. Der kommt in die Tonne. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Ne, kleine Baustelle, große Wirkung. Ne? Gut, so. Check, abgehakt. So, ich habe den Ladewagen raus. Die Pickup habe ich auch soweit fertig. Die Schrauben, die zu lang waren, die habe ich jetzt auch getauscht. Das habe ich also zwischendurch noch gemacht. Ja, nun ist es ist die Kunst, das Ding da wieder hinzupacken. Dann mache ich eben den Deckel wieder offen. So. Das Kram muss dahin. Gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, ich habe den Wagen letztes Jahr nicht sauber gekriegt. Ist scheiße, aber was nicht ging, ging nicht. Ist blöd, aber ist so, wie es ist. Aber dafür ist er ja trocken weggekommen. Von daher ist das alles nicht so schlimm. Den werden wir nachher mal abpusten und dann hier läuft er demnächst ja wieder. Gut, dann wollen wir mal sehen, dass wir den da irgendwie da hinkriegen. Passt nicht, der muss eben weiter nach hinten hin. So in etwa. Da komme ich aber dichter dran. So, dann probieren wir das nochmal. Ich werde hier da unten nochmal ein Kantholz drunter legen. Da kommt das Ding so ein bisschen höher. So, ich habe ihn nur ganz drunter geschoben. Das geht nur besser. Nur ist das nur fast senkrecht. Nun müsste das eigentlich klappen. So, ich habe ihn nur so weit drin. So, das hier passt das soweit. Hier habe ich nur meine Schraube hingelegt. Yeah. So, hier muss der. Gut. So und zack. So, hier hat er verspielt. Kommt hier schon Mutti vor. So, das kommt gleich.
Zylinder kommt da dran. Das machen wir dann auch, wenn es soweit ist. Gut, dann müssen wir andere Seite noch eben den Bolzen da reinpacken. In den Kettenrad. So, der muss hier noch ein bisschen weiter dahin. Gucken, ob wir das so kriegen. Da werde ich wohl ein bisschen mit dem Weidemann nachhelfen müssen. Pack ich mal so hin. Irgendwie so muss das. Gut, damit das Kettenrad nicht irgendwie ein Weg ist. Ja. Ticken wieder runter. Spitze runter. Ich muss ein bisschen weiter nach hinten. Das ist eigentlich viel. Eben gucken, ob ich das mit einem Zicken hinkriege. Den Zicken habe ich hier durch den Kopf stoßen. Also das Ausbauen von der Pickup, das ging deutlich schneller. Aber das Einbauen, das ist ein bisschen fummelig. Irgendwie. So muss er dahin. Wie machen wir das? Spitze anheben oder ganze Ding anheben. Wenn man was sehen könnte, Leute. Wenn man was sehen könnte. Reine Gefühlssache. So. So, so. Ja, tut mir leid, Leute. Ich quäl mich weiter, bevor ihr euch das nicht mehr, ich will euch das nicht länger zumuten. Ich melde mich gleich wieder, wenn ihr. Thank you.
Wischen, aber ich sag ja, was Neues kriegst du noch, ne? Aber sonst war das wohl. So, hier mal eine schnelle Nummer hier. Mein Stützfuß oder mein Stützrad, der liegt da vorne ja noch, der hat es hinter sich. Von daher habe ich mir jetzt einen hydraulischen geholt und das habe ich erst ein bisschen zurechtgebastelt. Diese Absperren, den werde ich hier noch drauf festschweißen. Nur ich habe keine Elektroden mehr. Ist ja immer so. Und heute ist Samstag und ich komme heute auch nicht mehr unterwegs. Von daher wird das nochmal nachgeholt. Dann werde ich diesen Klotz hier oben drauf noch festbraten. Und dann ist das schier. Ja, ich bin eigentlich ein Fan von diesen hydraulischen Stützfüßen. Ja, dann hast du mit Kurbel nichts zu tun und kannst dann immer auch am Trecker, dann, wenn mal nicht passt, am Steuergerät, dann wirst schon die Deichsel dann hoch und runter fahren. Denn, ne? Da braucht man nicht kurbeln und so und einen Scheiß. Alle, ne? Von daher habe ich mich jetzt für einen hydraulischen entschieden. So einen hydraulischen habe ich ja auch am Reichskipper dran, habe mir bisher sehr gut gefallen. Und ja, die nächsten Maschinen, die irgendwie so eine Abstützung haben, werde ich definitiv auch mit hydraulischem Stützfuß nehmen, statt mit Kurbel. Macht wohl ein bisschen mehr Kosten, aber hat schon mehr Wert. Ja, so habe ich das erstmal soweit fertig. Ich sage, ich muss immer nächste Woche Elektroden besorgen, dass ich den hier noch fest braten kann. Und dann hier haben wir das. So, der Ario mit dem Ladewagen steht auch noch so da. Den kriege ich im Moment so da nicht hin. Da muss die Presse raus, weil ich da nicht um die Ecke komme. Aber bei so einem Wetter mache ich die Presse auch nicht rausholen. Es ist wieder nass und es ist eklig. Von daher wird das nach hinten verschoben dann irgendwann mal. Aber nächste Woche wollen wir auch mit dem blauen Dünger holen. Dann wollen wir auch anfangen zu Dünger streuen, striegeln. Vielleicht auch noch einigen Flächen, noch wo Gülle fahren. Da ist noch nichts hingekommen. Guck, aber da steht im Moment noch Wasser drauf. Da machst du eher Spuren drin, als was überhaupt hilft. Ne? Spuren will ja keiner auf den Flächen haben. Ist ja wieder unnötige Arbeit mit Plattrollen und sowas. Das Rollen müssen wir sowieso, aber das muss ja nicht. Ne, nee, gut. So, ich habe den ja vorne am Seil hängen. Ich werde den Gülle fast da hinten wieder hinfahren, wo er stand. Und dann hier. Dann wollen wir uns den Hochdrücker näher, wischen einmal den Melkstand durch. Und dann ist auch hier Wochenende. Gut, das war's dann von diesem Video und dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder beim Düngerstreuen, Wiesen abschleppen. Also den Striegel müssen wir auch noch holen. Dann müssen auch wieder, muss ein bisschen was wieder rundherum gebraten werden. Und ja, und dann vielleicht auch noch rollen, wenn ich die Rolle kriege. Ich wollte gerne oben mit der Cambridge-Walze oder was? Oder ja, irgendwie so was. Wisst schon, die Nummer Ringelwalze und dann mit den gezackten Rollen sozusagen. Mit den gezackten Ringeln sozusagen. Ja, ihr wisst schon. Die wollte ich dann eben bestellen, wenn ich die kriegen kann. Ich denke von wohl auf Makassim und wieso nix. Und hole ich mir dann ja von der Yachtgenossenschaft. Gut, so, dann haben wir das soweit und dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder. Ja, den da, da müssen wir auch noch bei mit dem Kratzboot. Genau, das machen wir auch so zwischendurch. Gut, so, das war's dann. Bis zum nächsten Mal.